Hallo und herzlich willkommen zu 47.9, das Magazin rund um den Bodenseekreis. Heute hier vom Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen. Hier kann man die Adventszeit schon richtig schön verbringen. Viele verkriechen sich aber lieber mit einem guten Buch zu Hause im Warmen. Und da haben wir später passend auch ein richtig gutes Buch in der Verlosung für Sie. Und das sind heute außerdem unsere Themen. Glühweinduft und bunte Lichter, Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen. Von Architektur bis Zeitzeugengeschichten, zu Besuch in der Bodenseebibliothek und Autor des eigenen Romans, besonderes Schülerprojekt in Tettnang. Ganz schön kalt und es wird auch immer früher dunkel. Frau Bassner, Sie organisieren hier die Bodenseeweihnacht in Friedrichshafen. Es muss kalt und dunkel sein, damit es richtig Weihnachtsmarkt ist, oder? Das ist richtig, ja. Also ich finde auch, erst wenn es richtig dunkel wird und hier die ganzen Lichter, sage ich mal, an sind, kommt auch die ganze Stimmung und das Ganze zur Geltung so richtig. Bei mir kommt richtig Weihnachtsstimmung auf, wenn die Lichter leuchten und auch der Geruch von Glühwein, das hat man nur in der Adventszeit. Was machen Sie, wenn Sie hier den Weihnachtsmarkt planen, damit diese Stimmung bei den Besuchern aufkommt? Ja, also es fängt natürlich an beim richtigen Sortiment, sprich alles, was man irgendwie zu Weihnachten verschenken kann, ob das jetzt eine Deko ist oder ja, was man halt einfach jetzt auch zu der Weihnachtszeit einfach bekommt. Dann natürlich klar Thema Glühwein, die Süßwaren, Mandeln. Das weht ja dann auch durch die Luft. Dann haben wir hier natürlich auch das Thema Deko, Lichter, Weihnachtsbäume. Ich glaube, so das ganze Gesamtbild, das ist dann das, wo dann die Leute sagen, jetzt ist Weihnachten. Ja, spannend. Da schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was es auf dem Weihnachtsmarkt noch so zu entdecken gibt. Für viele ist es auf dem Weihnachtsmarkt aber einfach zu kalt. Die wollen zu Hause im Warmen ein gutes Buch lesen, zum Beispiel zum Thema Bodenseekreis oder über die Region. In der Bodenseebibliothek gibt es solche Bücher und was die noch so alles auf Lager haben, das haben wir uns mal angeschaut. Untergebracht im Stadtarchiv in Friedrichshafen beherbergt sie rund 40.000 Bände von Kunst, lokaler und regionaler Geschichte über Theologie bis hin zu Architektur oder Archäologie. Die Rede ist von der Bodenseebibliothek. Die Bodenseebibliothek ist eine wissenschaftliche Bibliothek. Wir haben hier wissenschaftliche und auch populärwissenschaftliche Literatur. Und was wir weniger haben, sind jetzt Ratgeber und diese klassischen Sachbücher, es sei denn, sie sind auch historisch. Die Bodenseebibliothek sammelt halt Literatur über die Region des Bodensees und von Kunstschaffenden aus der Region, querbeet durch alle Sachgebiete, die wir so haben. Die Bodenseebibliothek präsentiert regionales Wissen auf einen Blick. Doch wie ist sie eigentlich entstanden? Die Geschichte in der Bodenseebibliothek ist vergleichsweise für Friedrichshafen eine sehr lange. Die Bodenseebibliothek existiert seit 150 Jahren. Ist gegründet worden als sogenannte Vereinsbibliothek des Bodensee-Geschichtsvereines. Und seinerzeit, das war im 19. Jahrhundert die Zeit der Vereine, die sich mit Wissenschaft beschäftigt haben, die brauchten natürlich auch was zum Lesen. Und so sind die ersten Bücher entstanden. Die Bibliothek wurde gerade nicht mit dem großen Pomp gegründet, sondern erstmal im Vereinslokal untergestellt, dann wurde es immer mehr. Und so ist die Geschichte weitergegangen, bis tatsächlich jetzt in dieses aktuelle Jahr. Mit dieser langen Geschichte sieht es für die Bodenseebibliothek besser aus als für das Stadtarchiv selbst, wie Leiter Jürgen Oellers weiß. Was die Archivalien anbelangt, können wir nicht so weit zurückgehen. Da trennt uns aber auch nicht vieles zu anderen Archiven. Aber unser Manko ist, dass 1944 am 28. April das Stadtarchiv durch Bombentreffer der Royal Air Force hier verloren gegangen ist. Das heißt, es wurde alles pulverisiert, weil auch noch Kerosintanklastwagen abgestellt waren. Das Ganze ist so verbrannt, da ist nichts mehr übrig geblieben vom städtischen Archiv. Also wir mussten nach dem Krieg sozusagen von null anfangen und hauptamtlich besetzt ist dieses Archiv auch erst wieder 1985. Doch dadurch, dass so viel Wissen verloren gegangen ist, ist die Arbeit als Archivar und Bibliothekarin im Bodenseekreis aber noch spannender. Für mich ist die Vielfalt sehr spannend. Durch meine Kundschaft komme ich auch auf Fragen, die ich mir vorher nie gestellt habe. Und ich kann ja recherchieren und lerne selbst dabei von Geschichte auf Naturkunde, Architektur, Kunst und sehe die eigentlich als Mikrokosmos, die ganze Bodenseeregion hier abgebildet. Und das finde auch ich selbst sehr schön. Sicher auch ein Grund, warum die Institutionen so gut genutzt werden. Insgesamt für ein Archiv haben wir hier sehr, sehr hohe Besucherzahlen und auch Nutzerzahlen.
da liegen wir sicherlich hier in der Region ganz oben. Also wir hatten letztes Jahr mehr als 3000 Menschen, die hier unsere Ausstellung, das Stadtarchiv und die Bodenseebibliothek nutzten. Das Besondere an dieser sogenannten OPL, also One-Person Library, ist neben der familiären Atmosphäre auch die Möglichkeit, sogenannte graue Literatur des Bodenseekreises, also Vereinschriften oder ähnliche Dokumente, die keine andere Bibliothek sammelt, einzusehen. Doch die Nutzung bietet noch mehr Vorteile. Der Benutzerausweis, der kostet gar nichts und das ist schön, weil wir einfach niedrigschwelliges Angebot liefern wollen. Kosten tut, wie auch in jeder Bibliothek, das zu spät zurückbringen. Heißt, die meisten aller Bücher sind tatsächlich ausleihbar. Ich sage nur die meisten, weil was für uns auch noch besonders ist, ist der historische Buchbestand. Wir haben Bücher, die gehen runter bis ins 16. Jahrhundert und die sind natürlich nicht ausleihbar. Und solche Schätze, die kann man sich quasi dann hier im Lesebereich anschauen. Egal ob für Schüler, Heimatforscher oder frisch Zugezogene, die Bodenseebibliothek und das Stadtarchiv bieten Einblicke in die vielseitige Welt des Bodenseekreises. Und das über den Tellerrand hinaus. Ja, Frau Batzner, wir wurden hier schon richtig eingespannt am Glühweinstand, sind schon fleißig am Ausschenken. Hier ist heute Abend schon richtig viel los. Wie viele Besucher erwarten Sie denn bei der Bodenseeweihnacht dieses Jahr? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Das hängt ja auch ein bisschen von den Umständen ab. Wie ist das Wetter? Bisher ist es ja ganz gut angelaufen. Also heute ist ja richtig viel los. Und wenn es so bleibt, erwarten wir natürlich hohe Besucherzahlen. Ja. Jetzt ist ja auch schon richtig was los, aber man muss die Leute ja auch irgendwie halten. Gibt es dieses Jahr was Neues, was sich verändert hat bei der Bodenseeweihnacht? Ja, also wir haben natürlich im Händlerbereich haben wir ein paar neue Händler. Wir haben, glaube ich, 6 neue Hütten sozusagen, wo neue Produkte präsentiert werden. Da lege ich natürlich auch Wert auf schöne Kunsthandwerk-Sachen. Aber natürlich auch um das ganze Thema Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt haben wir auch dieses Jahr wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen und ein paar neue Lichterketten einfach für in die Bäume zum Reinhängen, weil das natürlich auch zur Aufenthaltsqualität beiträgt. Und es hat ja Früchte getragen auf jeden Fall. Es ist ja auch unter der Woche abends schon richtig voll. Gleich geht's weiter mit 47.9, dann schauen wir noch auf ein spannendes Buchprojekt in Tettnang. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zurück zu 47.9, dem Magazin rund um den Bodenseekreis. Ja, Aufsätze schreiben, das gehört zumindest beim Deutschunterricht dazu. Aber einen ganzen Roman, das ist schon ein ganzes Stück Arbeit, das da auf eine Gruppe Schüler in Tettnang zukommt. Die wollen mit Schriftstellerhilfe nämlich ein ganzes Buch schreiben. Ich liebe Lesen schon seit ich klein bin. Ich lese auch sehr viel zu Hause und habe auch früh angefangen zu schreiben eben selbst. Und deswegen war da immer schon Interesse da, einfach auch selbst was zu produzieren. Und als ich dann von dem Projekt erfahren habe, da war ich natürlich hellauf begeistert und wollte auf jeden Fall mitmachen. Einmal einen ganz eigenen Roman schreiben. So wie Luisa ging es sicher auch den weiteren Mitgliedern des Autorenteams Montis Fortis, wie sie sich selbst nennen. Doch das Projekt ist nicht etwa ein gewöhnliches Schulprojekt. Die Schüler kommen aus verschiedenen Klassenstufen, haben unterschiedliche Interessen und machen die Arbeit freiwillig. Helfende Hand sind die zwei Deutschlehrerinnen Rita Basen und Nicole Kampmann. All das und mehr ist das Konzept von Buch macht Schule. Das Entscheidende daran ist, dass die Schüler nicht nur ein Buch tatsächlich schreiben, was auch wirklich in echt verkauft wird, sondern dass sie auch alles drumherum lernen. Also Buchmarketing, wie überlege ich überhaupt, wen das Buch interessieren könnte. Die müssen einen Flyer dazu machen und alles, was eben dazu gehört. Und deswegen ist das ein spannendes Paket für den doch oft sehr theoretischen Schulalltag. Seine Ursprünge hat das Projekt im Jahr 2010 in Regensburg. Das Montfort-Gymnasium ist bereits die 31. Schule. Immer an der Seite der engagierten Schüler, Autorin Carola Kupfer und der Verleger Wolfgang Schröck-Schmidt. Eine ungewöhnliche, aber vor allem spannende Arbeit für die Schüler. Es war wirklich sehr interessant, eben auch mit dem Verleger zusammenzuarbeiten und einer Autorin, die das auch vom Beruf wirklich macht. Wir haben gute Einblicke auch ins Marketing bekommen. Das haben wir eben heute auch im zweiten Workshop viel besprochen. Wir veranstalten ja eben auch eine Pressekonferenz und da gilt es ganz schön viel vorzubereiten. Das denkt man am Anfang gar nicht, aber da gibt es viele Sachen zu beachten auch.
Und da wurden wir wirklich sehr gut auch hingeführt, konnten immer viele Fragen stellen, auch zum Geschichtlichen. Denn der Verleger, der uns betreut, der ist da eben auch sehr interessiert dran und hat uns da auch viel Rückmeldung gegeben, wenn wir Fragen hatten. Luisa hatte gemeinsam mit einer Freundin die Aufgabe, das vorletzte Kapitel des Romans zu verfassen. Dieser spielt in der Gegenwart sowie in der Vergangenheit. Natürlich in Tettnang, weil die Jungautoren hier leben und insbesondere die Grafen Montfort so viel für die fiktiven sowie teils historisch belegten Inhalte zu bieten hatten. Doch neben der Schreibarbeit steckt noch viel mehr hinter dem Bildungsprojekt. Also abgesehen vom Schreiben hat man Konfliktkompetenz in jedem Fall mitgenommen, denn jede Idee wird diskutiert, das ist völlig normal. Man kann präsentieren. Die Pressesprecher können vor unbekannten großen Gruppen und laufenden Kameras über das Projekt reden. Sie haben gelernt, wie Werbung funktioniert, wie der Buchmarkt funktioniert, wie soziale Medien in dem Zusammenhang zu bewerten sind. Also die Kompetenzen sind doch breit gefächert und das Schreiben ist, würde ich sagen, 50%. Doch gibt's im digitalen Zeitalter überhaupt noch Wertschätzung für das geschriebene und gedruckte Wort? Ich merke ganz oft, dass zu Anfang der Respekt vor dem Medium Buch gar nicht so da ist, dass er aber nach dem Projekt da ist, ja, weil die Schüler gelernt haben, welche Arbeitsschritte da reingehören und wie viel Mühe es macht. Die lesen andere Bücher respektvoller und nehmen sie auch wieder in die Hand. Vor allen Dingen nehme ich mit, dass es mehr zu einem Buch gehört, als bloß das Buch zu schreiben. Da stecken viele Menschen dahinter, die einen unterstützen und auch viele Dinge sind einfach zu beachten, die man eben wissen muss. Und dass es einfach sehr viele Beteiligte gibt und das ist sehr viel mehr Arbeit, als man tatsächlich denkt. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, irgendwie dann am Ende so ein eigenes Produkt in den Händen zu halten, wo man dran mitgearbeitet hat, wo man viel Arbeit reingesteckt hat. Und ich glaube, das Gefühl wird unbeschreiblich sein. Am 5. März darf der Roman Ein letzter Schatten dann im Antlitz des Schlosses Tettnang präsentiert, gekauft und insbesondere gelesen werden. Und wer weiß, vielleicht ist der nächste Stern am Autorenhimmel ja bereits unter diesen jungen Schreibern. Und für alle Lesemuffel hat Luisa noch einen Tipp. Ich glaube, dass jeder Mensch an sich ein Buch findet, das er liebt. Ich glaube, viele Menschen haben nur einfach nicht ihr Buchgenre gefunden, das ihnen wirklich gefällt. Und man muss da sich auch einfach ein bisschen drauf einlassen und auch suchen, weil ich glaube, dass jeder Mensch an sich einen Gefallen an Büchern finden kann, wenn er will. Und wenn Sie noch nicht alle Weihnachtsgeschenke haben, wir haben da eine Idee. Wir verlosen 10 Exemplare von Leben am See. Alle Informationen gibt es auf unserer Facebook-Seite unter Regio-TV Bodensee. Ja, liebe Frau Batzen, es sind noch ein paar Tage hin bis Weihnachten. Wie lange gibt es die Bodensee-Weihnacht denn noch? Genau, also die läuft noch bis zum Sonntag, den 22.12. Das heißt, man hat noch genügend Zeit, um hierher zu kommen. Schön, da können wir die Adventszeit auf jeden Fall noch richtig genau genießen. Herzlichen Dank, Frau Batzner. Ja, das war's auch schon wieder mit 47.9. Wenn Sie die Folge noch einmal anschauen möchten oder einen Beitrag verpasst haben, dann schauen Sie doch einfach auf YouTube vorbei unter 47.9 der Bodenseekreis. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und frohe Feiertage.